Moin Leute, ich bin zwar wieder euer Sascha. Ich bin mit Diana hier gerade auf dem Katschberg angekommen. Nein, nicht ganz. Ich bin hier im Skigebiet Katschberg angekommen. Und wir sind gerade aus St. Margarethen mit einer Gondelseilbahn in zwei Sektionen an diese Stelle geliftet, fahren jetzt ein Stück Piste und kommen dann zum Fuße der Gondelseilbahn, die uns an die höchste Stelle des Skigebietes liftet, auf den Eineck. Ja, und dann fahren wir erstmal aus dem Salzburger Land, wo wir jetzt gestartet sind, rüber nach Kärnten. Und das ist auch eine kleine Besonderheit von diesem Skigebiet. Und deswegen würde ich sagen, schaut euch das Video an und habt viel Spaß. So, wir sind jetzt mit der Gipfelbahn hier auf dem Eineck auf 2200 Meter angekommen. Ne, 2220 Meter sogar, genau. Ja, wir fahren jetzt die rote Piste 11 ins Tal hinab und dann rüber auf den anderen Berg, weil da liegt nämlich auch noch ein großer Teil des Skigebietes. So, wir sind jetzt gerade mit einem Sessellift, hier gerade hinter mir laufend, auf den Katschberg hochgeliftet. Ja, eben waren wir gerade im Ort, das hieß glaube ich Katschberger Höhe. Da ist auch die Durchquerung von dem einen Berg, der in diese Richtung liegt, zu diesem Berg. Ja, auf diesem Berg ist auch ein recht großes Skigebiet, aber es ist nicht ganz so hoch hier. Aber wir werden uns erstmal auf dieser Seite aufhalten und werden hier die Pisten ordentlich auschecken. Die Überquerung im Ort war ein bisschen tricky für einen Snowboarder. Man musste ein bisschen laufen. Für einen Skifahrer ist es ganz nett. Die haben auch so eine Art Zauberteppich über eine Brücke und so. Also da muss man eigentlich nicht abschneiden als Skifahrer. Das ist eigentlich gut gelöst. So, wir fahren jetzt erstmal ordentlich Piste. Ich bin jetzt hier in der wunderschönen Alm eingekehrt mit Diana. Die ist echt nett, liegt auch ziemlich weit oben von dem Czarneck. Das ist nämlich die höchste Erhebung hinter mir und nicht Katschberg. Katschberg Höhe ist im Tal und eben auf der anderen Seite das Eineck. Eineck eben der höchste Punkt mit 2220 Meter und ich bin der Meinung, hier auf der Seite geht es bis 2030 Meter hoch. Unten im Tal sind es etwa 1600 Meter. Ja, also ein recht hochgelegenes Skigebiet. Und deswegen auch zu der Zeit vor Weihnachten schon gut fahrbar. Im Bergwerk standen was von 37, 38 Kilometer offen. Insgesamt sollen es 75 hier am Berg geben. Ich habe das Gefühl, hier ist fast alles offen. Also die ganzen roten Pisten auf der Seite, alles etwas kürzere Pisten, die sind alle offen, so wie es aussah. Hier ist alles offen. Wenn man auf die Seite rüber guckt, ganz am Ende ist noch eine schwarze Piste, die ist auch offen. Die werden wir uns noch reinziehen. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt den Eineck von dieser Seite angucke, Richtung Salzburger Land. Dort ist alles offen und zur anderen Seite hin war heute Morgen noch eine Pistenpräparation bis ins Tal, aber ansonsten sah das alles offen aus dort. Sehr schön. Ja, wir fahren noch ein bisschen hier Piste, dann eben wie gesagt die schwarze runter
dann geht es wieder rüber und dann fahren wir dort noch schön Piste. Wir sind jetzt hier wieder an höchster Stelle angelangt. In diese Richtung ist die Gipfelbahn und dann geht es auch da wieder ins Salzburger Land runter. Ja, und wenn man jetzt hier wieder runter guckt, das ist das tiefgelegene Skigebiet, wo wir eben die ganze Zeit waren. Das sieht man auch ganz deutlich, dass es 200 Meter Höhenunterschied hat. Aber sehr schön zu sehen von hier oben. Man sieht die Pisten sehr gut, man sieht die Strukturen des Berges und man hat hier auch wirklich fantastische Blicke in alle Richtungen. Das ist richtig schön. Ja, die Almhütte hinter mir, die hat eben auch panoramamäßig richtig schöne Sitzplätze, wo man es schön warm drin hat, man sein Essen genießen kann, man sein Getränk genießen kann. Ganz toll. Die rote Piste, die wir hier runtergefahren sind, die war schon ziemlich cremig. Die schwarze Piste, die hier auch runtergeht, haben wir gerade aus dem Sessellift gesehen. Die ist leider nicht präpariert. Die werden wohl auch mit Windverwehung zu tun gehabt haben. Weil man hat gesehen, der Wind ist einfach, oder der Schnee ist einfach rübergeweht auf die andere Seite und ja, man sieht ja blanke Erde und keine präparierte Piste. Also die war auf jeden Fall geschlossen. Die sah aber sehr geil aus und die ist auch recht lang, so wie das aussah. Die rote hier war ja auch ziemlich lang und hat Spaß gemacht. Drüben die Pisten sind etwas kürzer, ist vielleicht für einen Anfänger gar nicht schlecht, wobei viele davon als rot deklariert sind. Ich glaube, da war gar keine blaue, nur ein kleines Stück und eine schwarze halt eben. Also bis jetzt diese Seite, sehr cool. Etwas kürzere Pisten und wenn man eben von hier, von dem höchsten Punkt hier runter fährt oder auf der anderen Seite ins Salzburger Land wieder, hat man halt längere Pisten. Da ist zum Beispiel eine Piste, die ich als A1 deklariert gesehen habe und das soll auch eine recht lange Abfahrt sein. Ja, wir werden uns jetzt nochmal die Snowboards anschnallen, werden nochmal eine rote Piste zu der Gipfelbahn runterfahren, dann wieder rauf hier und dann diese A1. Ich freue mich schon. So, den versprochenen roten Verlauf werde ich euch nicht mehr zeigen können. Die Pisten sind alle gesperrt. Wir sitzen jetzt hier an der Gipfelbahn und uns bleibt eigentlich nur, dass wir jetzt hier die Autobahnpiste runterfahren. Ja, das werden wir denn jetzt tun.
So, die Autobahnpiste hier runter, die ist ziemlich geil. Das ist eine blaue Piste, die auch niemals richtig steil wird. Also bis jetzt zumindest nicht. Ich denke mal, wir haben mehr als die Hälfte. 6 Kilometer in der Länge soll sie sein. Super präpariert. Man kann da so geil ballern. Schockt wirklich. Also das ist eine extrem geile Piste, die schockt. Ja, Skigebiet Katschberg. Ja, kann ich ans Herz legen. Ist schön. Drüben überwiegend rot, wobei ich die jetzt auch nicht extrem schwer fand. Die schwarze war jetzt auch, naja, die hatte ein kurzes Stück wirklich steil und dann wurde sie auch eher zur roten Piste, würde ich mal sagen. Also man kann die Farben doch alles eher so ins Leichtere ziehen. Blau ist auch wirklich blau. Viel Blau ist auf dem Pistenplan nicht zu erkennen, aber die roten sind eben halt auch nicht so schwer. Ist sehr gut geeignet für Leute, die das Snowboarden, Skifahren erlernen wollen, weil man drüben auf der Seite, wo es nicht ganz so hoch geht, viele Pisten in einem Verlauf hat, die einfach nur nebeneinander so ein bisschen und sich kreuzen und so. Also es ist eigentlich im Prinzip so eine Autobahn mit mehreren Pisten rot hinunter ins Tal. Man trifft sich schnell wieder. Es sind 3 Sessellifte und hinten ist noch ein Schlepper, habe ich gesehen, aber der war noch nicht auf. Ja, Liftanlagen, wo ich gerade dabei bin, überwiegend Sessellifte auf der Seite Czarnek. Und überwiegend Gondel auf dieser Seite. Also hier sind 2 Gondeln, eine mit der Sektion zwischendrin und drüben sind es halt Sessellifte. Und die Sessellifte sind viele auch älteren Baujahrs, aber das macht alles kein Problem, weil man liftet nicht wesentlich länger, als man muss. Also das geht recht schnell. Ja, jetzt warte ich hier auf Diana. Die ist zum Fotomachen noch ein bisschen hinter mir. Und dann fahren wir das Stück bis ins Tal nach St. Margareten runter. Und werden noch viel Spaß mit dieser geilen Piste haben. Wenn ihr Spaß gehabt habt, auf jeden Fall Daumen drücken, nach oben, Kanal abonnieren, Glocke drücken, jo, kommentieren wäre noch cool. Also Leute, haut rein. Da war Diana.